Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Sojourn. Wir nähern uns dem nächsten Kapitel, dem nächsten Rätsel, sollte ich wohl besser sagen, ne? So, da oben hoch, okay. Okay, so, da sehe ich noch eine Tür und hier gilt es auch eine Schriftrolle zu finden. Na dann, nichts wie rein. So, mal gucken, was das Ding jetzt für uns bereithält. Mann, 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 Mann. So, okay. Konfrontation. Das ist doof. Also sie konfrontieren tatsächlich diese Jungs da. Das ist blöd. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es immer so doof, dass nicht beides nebeneinander existieren kann. Ne? Ich meine, jeder kann auch selbst für sich entscheiden. Okay, da hinten können wir mit tauschen. Bringt's das? Weiß ich nicht. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir tauschen? Hier kommen wir hin. Okay. Da können wir nichts tauschen. Wo ist das Ding? Wo ist der, mit dem wir tauschen könnten? Ist weg. Ist gone. Ist gone. Okay, das kommt wohl noch nicht in Frage. Na schön. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Da ist das Tor und da ist das. Okay. Oh nein, ich ahne, worauf das hinausläuft. Da ist einer, mit dem könnten wir tauschen. Das bringt aber nicht so wahnsinnig viel. Okay, oh nein, sag nicht, ich muss jetzt hier schräg rüber gehen. Das ist mir jetzt very uncomfortable. Ja, sah ich doch. Ganz toll. Spitzenklasse. Die ist... Boah, ich... Nee, finde ich ätzend. Nee, finde ich nicht schön. Bin ich jetzt drüber? Jetzt bin ich drüber. Okay. Gut. Okay, aber hat mir das was gebracht? Ich könnte jetzt hier tauschen. So. Dann kann ich immerhin den einen schon mal zurückbringen. Warte mal, so. Den kann ich hier schon mal, glaube ich. Genau, den kann ich schon mal tauschen. So, das haben wir schon mal. So, jetzt muss ich den anderen nur noch dahin bringen. Nein, ich muss wieder zurück nach Scheibenkleister. Okay, das ist ein bisschen einfacher, weil wir am unteren Rand das sehen. So, dich nehme ich mit. Und dann klaue ich mir hier das Ding raus. Zack. Kann ich den jetzt schon... Nee, wie kann ich den da reinpacken? Komme ich da schon dran? Nee. Nee, komme ich nicht. Oh, warte, ich kann den doch... Moment. Sekunde, wenn ich... Oh. Hier sehe ich nicht, ich sehe nur einen von beiden. Das heißt, ich muss den anderen irgendwie auch auf diesen Vorsprung oder dahin kriegen. Wenn ich hier doch nochmal das Ding einsetze und den erstmal da hinten reinsetze, klappt das? So. So. Jetzt nehme ich aber trotzdem das Ding da raus. Genau. So. Den nehme ich hier raus. Und dann... Plätze tauschen. Hat das was gebracht? Ne, jetzt ist er doch am selben Platz wie zuvor, ne? Shit, 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 shit. Wie mache ich das jetzt? Doch, ich will... Keine Ahnung. Kriege ich den denn hier hin? Kriege ich nicht, ne? Nee, kriege ich nicht. Ist zu weit weg. Ich könnte nur versuchen...
Weiß ich nicht. Ich könnte nur versuchen. Den hier hinzustellen. Moment, Augenblick. Wenn ich in diesem Dings da stecke. Hier. Was sehe ich denn? Ich sehe das da und ich sehe da hinten das Ding. Okay. Ich muss also irgendwie zurückkommen. Ich muss irgendwie zurückkommen und ich muss versuchen, die Statue. Also ich muss versuchen, eine Statue dorthin zu bekommen. Warte mal, kriege ich das nicht hin, wenn ich den hier drin lasse? So. Wenn ich den jetzt hierhin tausche. Bringt das was? Nee, das bringt nichts. Okay, so komme ich darüber. So kann ich die Statue zwar hier hinstellen, aber die andere Statue kriege ich da nicht weg. Hä? Ich fall da doch gleich. Ja, siehste. Ich fall da doch gleich wieder runter. So. Okay. Bringt das irgendwas? Das bringt überhaupt nichts, ne? Also ich hole mir den Kristall nochmal wieder. So bringt es nichts. Super! Bin der beste Spieler der Welt. Immer schön aufs Auge gucken. So, ne? So. Jetzt hole ich mir den Kristall mal wieder. So. Okay. Jetzt tauschen wir Plätze. Die steht da. Oh, dann kann ich mit der wechseln. Ja. Doch, das funktioniert. Oh Gott, jetzt kommt es nochmal. Moment, erstmal checken. Gut, ich bin hier ungefähr in der Mitte. Oh, das ist furchtbar. Ich hasse es. Ich mag das gar nicht. Ah, so. Jetzt kann ich mit der nicht tauschen. Geil. Verdammt. Warum ist es denn jetzt richtig? Nee, ich muss den Kristall erst da drin lassen. Hier tauschen. Oder? Verdammt, warum ist es denn jetzt richtig? So. Den Kristall erst da drin lassen. Okay. Jetzt darüber. Das ist eine ganz schöne Denksportaufgabe hier. Das ist okay. Dieses Spiel ist schon ziemlich herausfordernd. Okay, so. Jetzt tauschen. Das ist okay. Glaube ich. Weiß ich nicht. Das bringt gar nichts. Nee, warte mal, jetzt kann ich die noch hier hinstellen, oder? Aber bringt das was? Das bringt überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nichts. So, jetzt kann ich da tauschen.
Den Krit. Habe ich genau dieselben Situation wie vorher. Dann habe ich genau dieselbe Situation wie vorher, nicht? So. Gib mal her. Da. Ja. So. Okay. Wenn ich dich erst hier hinbringe, dann kann ich dir zumindest den Chip abnehmen, ne? So. Eieiei. Gut, also. Relikten entfernen, genau. So, jetzt hole ich den da rüber. Ja, ich freue mich auch. Okay, nee, ich muss hier drin bleiben. Darüber gehen. Ach, alter Mann. Nein. Doch, war gerade noch richtig. Ah, meine Güte. Das ist ein bisschen nervig. So. Jetzt setze ich dir den Chip ein. Kann dich dann dahin bringen. So, ne? Und kann dann tauschen. Ja, das sieht gut aus. Und kann jetzt die beiden tauschen. Und komme deswegen hier ran. Yeah! Oh, okay. Wie immer, ein Akt. Meine Güte. So, du bist frei. Yeah! Okay, was hat sich hier ergeben? Okay, da ist eine Harfe. Da ist auch eine Harfe. Gut. Also hier wahrscheinlich den Chip rein oder so, ne? Kann das sein? Ja. Bleib ganz entspannt. Muss ich denn nochmal rüber? Ne, das Tor kann ich ruhig schließen, ne? Ich glaube schon. So, dich hole ich erstmal hier hin. Oder? Dich hole ich erstmal hier hin. Hole mir dann den Chip. Nee, halt, das war doof. Nee. Moment, wir müssen ja doch hier rein, ne? Genau, hier muss ich die Harfe spielen. Da unten geht's nicht weiter. Da hinten wahrscheinlich auch nicht. Ne, die Treppen gehen in diese Richtung. Okay. Doch, ich brauche den erstmal hier. Ich brauche letztlich die den Chip da drüben. Das Relikt. Okay, so. Dazu müssen wir doch nochmal durch das Tor. Also, ich nehme das jetzt erstmal mit. Aber wir brauchen das Relikt auch hier. Na, warte mal, da komme ich aber von hier aus dran, oder? Sehe ich hier das auch? Ja, das ist kein Problem. Okay, die kann ich so aktivieren. Gut, das heißt, ich muss das Relikt nur irgendwie da hinten in die Harfe bekommen. Gut, dann öffnen wir das Tor jetzt nochmal. Das sollte leicht sein. Relikt habe ich bei. Alles klar. So. Genau, zack. So. Setzen wir das Relikt hier ein. Katsching. Okay. So, jetzt kann ich denn... Ja, bleib ganz entspannt. Ich bin ja gleich soweit. So. Okay, und dann muss ich nur hier irgendwie dahinter kommen. So wie eben, ne? So. Spielen. Jetzt kommen wir nur über den ersten. Die erste Brücke und dann das hier. Und dann kommen wir ran. Jawohl. Cool. Na, das ging ja. Immerhin.
Nur wer die Konfrontation sucht, kann auch dafür kämpfen, neue zukunftsweisende Pfade zu erhellen. Ja, man sollte seinen Standpunkt klar machen, man sollte aber auch nicht so verbohrt sein, sich eines Besseren belehren zu lassen. Also, weiter geht's. Juhu! So, und da, ne? Ja, da ist mal die Treppe hoch, alles klar. So. Nur mal so Interesse halber, wie lange geht das Spiel noch? Weil ich weiß nicht, bei welcher Folge wir jetzt inzwischen sind und Spielzeit 3,5 Stunden. Nee, 3 bis 4 Stunden, irgendwie sowas. Urteilsvermögen. Ja, sehr gut. Okay, so, da müssen wir rüber. Da hinten hin führt ein... Da hinten ist das Dings. Haben wir denn hier irgendwo... Nee, haben wir nicht. Haben wir irgendwo ein Auge? Du könntest dahin gehen. Du könntest auch dahin führen. Dich müssen wir erstmal umdrehen, ne? Wahrscheinlich. Ah, hier. Ein Auge. Gut, das uns absolut gar nichts bringt. Okay, schön. Halt, doch, warte mal, vielleicht bringt das schon was. Nee, wir werden den Sichtkontakt verlieren, sobald wir hier an der Ecke vorbei sind. Okay, wir müssen erstmal hier was machen. Komme ich hier ran? Komme ich nicht. Ja, zur Spitze. Läuft. Aber wenn ich das so mache, dann entsteht jetzt der Tunnel. Jetzt ist der Tunnel aktiv, genau. Aber hier passiert nichts. Okay. Ja. So, das heißt, ich muss den jetzt drehen, um hier rüber zu kommen. Hier kann ich die Plätze tauschen. Bringt das was? Weiß ich nicht. Aber wäre, glaube ich, ganz gut, ne? So. Genau, jetzt komme ich an den hier dran. Nee, andere Richtung. So, ne? Nee, halt. Erstmal so. Das Auge aktivieren. So, jetzt kommen wir da ran. Genau, wir kommen hier rüber. Das ist very good. Wir können so tauschen. Sind hier auch noch im Strahl? Das ist perfekt. Jetzt muss ich das drehen. So. Um über diese Brücke zu kommen. Und dann haben wir es. Ach, das war ja mal vergleichsweise leicht. Gut. So. Ja, befreien. Jawohl. Du bist frei. Du bist frei. So, was tut sich hier? Okay. Da hinten müssen wir hin. An die Harfe müssen wir ran. Gut. Da komme ich so nicht rüber. Da muss ich außerhalb des Dings da sein. Okay. Sehe ich das richtig, dass wir... Das Relikt. Nee. Spielen geht. Betrifft auch gleich beide. Okay. Sehe ich das richtig, dass ich... Nee, warte mal. Ich kann den ja gleich hier hinstellen. Oder? Das wird aber nicht funktionieren. Den müssen wir in 2 Schritten machen. Okay. Na ja. Ja. So. Ich muss erstmal... wo ist er denn? Erstmal diese Statue holen. So, das mache ich am besten so. Nee, halt, warte. So. Um im Strahl zu sein. Okay, so. Jetzt das Ding da umdrehen. Gut, jetzt holen wir uns den da ran. Ja, wir Plätze tauschen. Okay, der ist noch richtig. Das ist fabelhaft. Hier komme ich nicht rüber. Naja, reg dich mal nicht so auf. Okay. War vielleicht auch nicht so eine clevere Idee, ne? Ich hätte den da vorher tauschen müssen. Mist. Okay, machen wir es erstmal so. Ich hätte Fahrradkette den da erstmal drehen müssen. Aber da komme ich doch gar nicht dran. Hä? Warte. Moment.
Moment. Zeig dir jetzt. Nee, zeig genau verkehrt rum, ne? So. Also. Ich muss das Ding irgendwie hier hinbekommen. Dazu muss ich das Türmchen da hinsetzen, ne? Da drüben. So, ich komme von hier aus nicht zurück. Wenn ich hier jetzt den Strahl aktiviere. Oh, ich habe ihn nicht richtig gedreht. Okay, sorry. So, okay. Jetzt aber. Gut. So, jetzt sind wir im Strahl drin. Hier gibt es keine Verbindung. Das heißt, ich muss erstmal irgendwie da dran kommen. Sehe ich das richtig? Ich kann natürlich auch. Das könnte funktionieren. Ja, aber ich komme von da hinten ja dann nicht wieder weg. Ich muss ja irgendwie von da hinten wegkommen. Ich probiere es nochmal. So. Plätze tauschen. Ja, das ist cool. Bringt aber nicht so wirklich viel, weil ich hier nicht durchkomme. Da komme ich nicht dran vorbei. Kann ich den dann auch davor setzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich kann ihn nur da hinsetzen. Und von hier aus komme ich nicht zurück, oder? Nee, wenn ich jetzt die Plätze tausche, wird das ja sowieso nichts mehr. Hä? Okay. Kann ich den denn woanders platzieren? Wie zum Beispiel hier. Hierhin. Nee, von hier aus sehe ich das Ding gar nicht. Nee. Dann sperre das Tor. Ja, Witzbold. Witzbold. Oh, doch, warte mal, doch, Moment, Idee, vielleicht brauchen wir das gar nicht. Ich mach's mal so, dann zeigt er auf den Platz da. Ja, das ist super. So kommen wir dran vorbei. Ach, das war ja ganz easy. Und jetzt gucken wir einfach ins Auge. Werden von denen da angestrahlt, können also jetzt das Ding spielen. Ach, das war ja ganz einfach. Ich hab's viel zu kompliziert gemacht. Okay, alles klar. So, das Gesetz schützt alle. Wahres Urteilsvermögen bedeutet, zwischen Gerechten und Ungerechten unterscheiden zu können. Allerdings. Das Gesetz schützt alle. Also auch die mit falsch. Ja. Irgendwie schon, ne? So, wo geht's denn hier hin? Was haben wir da? Ein neues Tor. Gibt's hier auch Geschichte? Mal gucken. Nee, gibt's nicht. Doch jetzt. Ach, wieder dieser Garten. Schön. Speichern. Wunderbar. Was ist das? Sie stürzen den Kaufmann. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Oh nein, sie haben ihn vernichtet. Ach du Schande. So, und die, die sich vorher noch darum stritten, die schauen jetzt alle hier drauf. Das ist unser oder kommt hier jetzt so eine Form von Habgier auf? Vielleicht nicht so gut. Weiß ich nicht, werden wir aber ja noch erfahren, wohin uns das führt. Ne? Wir gehen hier mal durchs Tor. Halt, warte, gibt es da hier noch irgendwas anderes? Irgendein Secret? Guck mal da. Was ist das? War ich vorher gar nicht drin. Das macht nichts, weil es nämlich auch nicht da reingeht. So, was ist hier? Hüpf, komme ich nicht hoch. Gut. Na schön. Das war das Tor, ne? Ja, das war das Tor. Gut. Da haben wir nichts wie drin. So, Licht, kommst du mit? Lichtlein? Willst du da noch bleiben? Gibt es da noch etwas, was ich nicht entdeckt habe? Hm.
Tor ist wieder zu. Soll ich mir auch ein bisschen was davon mitnehmen? Nee. Okay. Nee, die sehen eigentlich alle ganz glücklich aus, ne? Ja. Über so viel Kohle stürze deine Anführer und du hast viel Kohle. Ist das die Botschaft? Ich glaube nicht. Nee. Ich gehe jetzt einfach mal da durch, ob das Licht folgt oder nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ah, siehst du? So. Okay. Licht? Ich vermisse dich schon ein bisschen. Wäre cool, wenn du mitkommst. Okay, wieder mit Schriftrolle. Nun denn. Was haben wir hier? Yeah. Großzügigkeit. Großzügigkeit ist immer eine gute Sache. So, da haben wir sowas. Dich nehme ich mit. Danke sehr. Okay, da ist ein Strahler. Da ist was zum Tauschen. Okay, gucken wir mal erstmal, was das bedeutet. Da ist ein Feuer. In Ordnung. Und hier ist, da drüben müssen wir hin. Okay, da brauchen wir noch eine Harfe. Alles klar. Also müssen wir das auch irgendwie immer mit uns rumschleppen, ne? So, warte mal, kann ich denn. Na toll. Kann ich den darauf ausrichten? Wahrscheinlich nicht, ne? Du hast kein Relikt, ja, danke. Da hinten? Nee, das strahlt gerade dran vorbei. Nee, das wird nichts. Okay, dann richte ich den mal auf die Harfe aus. So. Gut, den legen wir mal. Weiß ich, wo legen wir den ab? So, hier so. Okay, jetzt muss ich hier rauskommen. Genau, jetzt komme ich einen Schritt weiter. Damit sehe ich das hier nicht mehr. Das Feuer, mit dem könnte ich die Plätze tauschen, ne? Oder? Plätze tauschen, ja, soweit, so gut. Okay, ist nur die Frage, was uns das bringt. Ja, ich weiß, ich kann nur eine Zeit lang laufen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier hinten komme ich rüber. Moment, hier kann ich Plätze tauschen. Die Statue wurde nicht erweckt. Ja, super. Hier komme ich doch schon rüber. Warte mal, ich glaube, ich muss das Relikt hier rüberholen. Halt, Moment, geht doch viel einfacher. Nee, geht nicht einfacher. So, das hier. Zack, genau. Bis hierhin. So, Plätze tauschen. Nochmal Plätze tauschen und dann hier rüber. Die Statue spielen. Das war zu schnell, ne? Ja, es war zu schnell. Ja, okay. Okay, immerhin bin ich nicht gestorben. Na, prima. Okay, ich hätte die Statue später erwecken müssen. Gut, komme ich hier zurück? Ich komme. Ach, warte mal, genau, hier kann ich ja nochmal. Nee, hier kann ich nicht aufladen. Das bringt nichts. Warte mal, aber könnte das bedeuten? Doch, warte, ich habe eine andere Idee. So machen wir das mal. Und du musst nochmal mitkommen, weil ich möchte gerne hier vorne aufladen, wenn das geht. So. Ja, ich lasse mir hier liegen. So, das mit der Statue hier war, denke ich, schon eine gute Idee, um uns Zeit zu verschaffen. So. Genau, jetzt bis hierhin. So. Nochmal Plätze tauschen. Hier rüber. Jetzt müssten wir eigentlich hoffentlich in den Strahl kommen. Hoffentlich kommen wir nicht. Aber vielleicht reicht es auch so. So gerade eben. Jawohl, alles klar, hat funktioniert. Juhu, you are free. So, und da hinten geht's hin. Fantastisch. Da hinten geht's hin, aber es wird nicht so einfach sein, ne? Nee. Es wird doch nicht so einfach sein.
Das kann ich kaum glauben. Okay, hier kann ich jetzt hingucken. Der Strahl zeigt dahin. Ja, genau. Das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Okay, wie machen wir es? Holen wir die Statue hier rüber? Ich glaube nicht, dass das klappt. Nee, ich glaube nicht, dass das klappt. So, und den da bekommen wir auch nicht hier rüber, ne? Den könnten wir aber... Warte mal, doch, das kann funktionieren. So. Ich setze dich hier hin. So. Nochmal zurückgetaucht. Nee, warte, du musst hier bleiben. Reicht das? Nee, das reicht nie im Leben. Das reicht nie im Leben. Siehst du? Doch, warte mal, so reicht es. Boah, was fies, ey. Dieses Rückwärtslaufen macht mich fertig. Wäre auch beinahe zu viel gewesen. Aber wie... Wie mache ich das jetzt mit der da? Ah, warte mal, ich komme... Nee, ich komme nicht dahin. Nein, ich komme nicht dahin. Ich hatte es mir so einfach vorgestellt. Ist nicht. So, wir tauschen die Plätze. Genau, dann hole ich mir von hier Kraft. So. Wir tauschen die Plätze. Jetzt müsste das reichen. Hoffentlich. Reicht niemals. Doch reicht. Okay, soweit geht's. Soweit in Ordnung. Jetzt kann ich die Statue hoffentlich hier hinholen. Genau, so. Und jetzt muss das reichen. Na, das wird ja lustig. So, jetzt noch nicht. Sondern... Zack. Jetzt. Klapp, 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 klapp. Ach nee, doch easy. Easy going. Wir werden ohne Besitz geboren und sterben auch ohne Besitz. Warum sollten wir also im Leben nach dem Gegenteil streben? Ja, weil unsere Welt von Geld regiert wird. Das ist nun mal so. Ja, ohne Geld ist nicht. Ohne Geld kommst du einfach nicht weiter. Oder auch, wie es in manchen Völkern ja gerne so ist, ohne Tauschgüter. Ja. Es wäre schön, wenn das Star Trek-mäßig alles funktionieren würde. Tut's aber nicht. Okay, Leute, ich würde hier gerne mal einen Cut machen. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!